Guten Tag und herzlich willkommen zur letzten Unit für Dokumentsprachen. Es geht heute um sogenannte APIs für XML-Dokumente, also um Schnittstellensammlungen bzw. Funktionssammlungen, die beschreiben, wie man auf XML-Dokumente zugreifen kann. Bislang sind uns XML-Dokumente in serialisierter Form begegnet. Serialisiert, das heißt, dass wir einen Stream von Zeichen haben und dieser Stream von Zeichen, der wird dann aufgeschrieben oder ausgedruckt, so wie wir es auf dieser Folie sehen. Natürlich sind XML-Dokumente auch im Hauptspeicher repräsentiert, doch diese Repräsentation hat nur noch sehr wenig mit der serialisierten Form zu tun. Und wir brauchen Möglichkeiten, um diese Hauptspeicherrepräsentation zu generieren, auf sie zuzugreifen oder diese umzuwandeln in eine serialisierte Form. Genau hierfür dienen APIs und in den letzten Jahren sind verschiedene API-Technologien zum Zugriff und zur Manipulation von XML-Dokumenten entwickelt worden. Das sogenannte DOM, das Document Object Model, SAX, die Simple API for XML und XML Data Binding, das sind die, die wir kennenlernen werden. Darüber hinaus gibt es noch die Streaming API für XML und das Common API für XML Pull Parsing. Vorab zur Skizzierung des DOM steht auch im Mittelpunkt von der Repräsentation beim W3C. Es ist ein objektorientiertes Datenmodell und vereinigt alle Eigenschaften eines XML-Dokumentes in sich und auch die Möglichkeiten und Schnittstellen, um darauf zuzugreifen. Ein Nachteil des DOM ist, dass zur Manipulation eines Dokumentes quasi das ganze Dokument im Hauptspeicher geladen sein muss. Das heißt, wenn Sie eine sehr große Datei haben, zum Beispiel einen Wikipedia-Dump, der viele hundert Megabyte groß ist, dass dieser quasi als einzelner, einziger Baum im Speicher ist und Sie dann darauf erst arbeiten können. Die SAX, die Simple API for XML, geht da ganz anders vor. Es liest nur einen sehr kleinen Teil von einem Dokument ein. Es ist ein Parser, der quasi auf Dateiebene das Dokument streamt und nur den Teil im Hauptspeicher hält, der quasi bei der Tiefensuche beim Parsen erreicht wird. Die komfortabelste und mächtigste Möglichkeit, mit XML-Dokumenten zu arbeiten, ist das Data Binding. Das Prinzip vom Data Binding ist es, direkt in der Programmiersprache, mit der man die Manipulation durchführen will, die richtigen geeigneten Datenstrukturen zur Verfügung zu stellen, sodass das XML-Dokument in seiner serialisierten Form die Elemente hat, wie wir sie kennen. Und hierfür gibt es entsprechende Gegenstücke in der Programmiersprache. Man bindet also die XML-Elemente an die richtigen Datentypen in der Programmiersprache. Daher der Name Data Binding. Die Entwicklung des DOM nimmt beim W3C eine zentrale Rolle ein. Eigentlich kann man sogar sagen, das DOM repräsentiert die Dokumente mit all ihren Eigenschaften. Ob das jetzt ein HTML-Dokument ist oder ein XML-Dokument, das ist völlig unerheblich. Interessanterweise waren in den ersten Versionen vom DOM noch gar keine Serialisierungsfunktionalität dabei. Das heißt, das Dokument war irgendwie im Speicher. Wie es da reingekommen ist, das war Browsersache. Seit Level 3 gibt es eine geeignete API. Ich empfehle als Einstieg in das Document Object Model ein bisschen Zeit zu spendieren und hier die Einführung in dem hier verlinkten Dokument zu lesen. Die zeigt wesentliche Ideen und gibt gute Hinweise, womit wir es zu tun haben. Mittlerweile gibt es DOM 4 seit 2015, was auch in der Recommendation vorliegt. Und 2018 wurde eine wichtige Erweiterung definiert, das sogenannte Shadow DOM, was es ermöglicht, in einem Knoten
Dinge zu tun, die nach außen versteckt sind. Das wurde notwendig, um zum Beispiel CSS oder andere JavaScript-Operationen abzugrenzen. Und die aktuelle Darstellung, die finden Sie hier im DOM Living Standard. Den habe ich auch verlinkt. Es gibt verschiedene Language Bindings für DOM, nicht zu verwechseln jetzt mit Data Binding. Ein Language Binding ist eine Umsetzung einer API für eine bestimmte Programmiersprache. Seit 2002 wird sie in Java definiert und gepflegt und mittlerweile ist in der Version 14 vorliegend für uns. Ich habe hier mal das Package org.wdc.dom eingeblendet, was die wichtigsten Interfaces listet. Wenn ich später von Interfaces spreche oder wenn ich auf Java.doc verlinke, dann verlinke ich in dieses Paket hinein. Das Document Object Model ist plattform- und sprachunabhängig. DOM wird ständig weiterentwickelt, um auch die Fähigkeiten und Überlegungen, die man einer Sprache wie HTML geben will, weiterzureichen an den Benutzer. Und somit besteht die Gefahr, dass bestimmte Browser bestimmte Dinge eines DOM noch gar nicht können und sie dann Sachen in JavaScript machen oder mit Java machen wollen, die dort nicht zur Verfügung stehen. Ich habe deswegen die Seite caniuse.com für Sie verlinkt, die zeigt, welche Dinge in einem Browser einem zur Verfügung stehen. Zum Beispiel, wenn ich Elements by ClassName anwähle, dann sehe ich, dass diese Funktion, diese API-Funktion in verschiedenen Browsern in bestimmten Versionen implementiert ist. DOM modelliert ein Dokument gemäß seiner Struktur als eine Hierarchie von Knoten. Hier sehen Sie das als Baum. Und hier in eingerückter Form. Für die Knoten gibt es keine Datentypen, sondern man spricht direkt von Objekten im Sinne des objektorientierten Paradigmas. Also eine Zusammenfassung von Eigenschaften und Methoden. Die Spezifikation dafür beschreiben Interfaces mit den für die Knotenobjekte erlaubten Operationen. Die Semantik der Knotenobjekte orientiert sich am XML Information Set. Drei Units zuvor haben wir das eingeführt. Die DOM-Spezifikation ist neutral in Bezug auf Betriebssysteme. Die Interfaces sind in der Interface Definition Language, der WebIDL, verfasst. Auch die ist uns schon mal begegnet. Das DOM ist eines der drei wichtigsten Datenmodelle, wenn wir mit XML oder auch HTML-Dokumenten zu tun haben. Es steht ergänzend zum XML Information Set und zu XPath. Im Prinzip machen alle Dokumentmodelle das Gleiche. Sie ermöglichen den Zugriff auf XML-Dokumente, die ja Räume darstellen. Von den drei genannten Datenmodellen ist das Document Object Model das Wichtigste. Sie müssen es auch beherrschen, beziehungsweise die API beherrschen, wenn Sie mit JavaScript programmieren innerhalb des Browsers. Sehen Sie hier einen Blick in die API. Das ist das Node Interface, was Sie im org.wdc DOM Package von Java finden. Und hier sehen Sie die Methoden, die unter anderem zur Verfügung gestellt sind. Da geht es darum, einen bestimmten Knoten anzuhängen, einen Knoten zu verdoppeln, die Attribute sich geben zu lassen. Also all diese Dinge, die man braucht, um eine Datenstruktur aufzubauen oder zu manipulieren.
Der Baum, der hier unten rechts eingezeichnet ist, gibt Ihnen einen Eindruck der Vererbungshierarchie der Interfaces. Wir werden jetzt diese drei APIs, DOM, SLUX und das Language Binding, nacheinander kennenlernen und jedes Mal uns quasi die gleiche Aufgabe stellen. Und dann sehen wir im Vergleich die Stärken und Schwächen jeder dieser APIs. Wir haben hier unser altbekanntes XML-Dokument mit den beiden Informatiker bzw. Mathematikern Alan Turing und Idea Perl. Und in diesem Dokument möchten wir was Bestimmtes machen. Wir möchten die Person Idea Perl finden und seinen Geburtstag auf einen bestimmten Wert setzen. Vom Prinzip funktioniert das so: Nach dem Laden des Dokumentes mit Hilfe einer entsprechenden API-Funktion haben wir Zugriff auf den Einstiegspunkt für dieses Dokument. Wir kommen jetzt quasi also an einem Zipfel oben überreicht. Und dann müssen wir mit einer Tiefensuche hier im Baum runtergehen und erstmal Judea Pearl finden und dann später seinen Geburtstag setzen. Und genau diese Aufgaben, die werden wir jetzt im entsprechenden Java-Code uns ansehen bzw. implementieren. Wie gesagt, die erste Variante wird die DOM-Variante sein. Und wir schreiben jetzt ein Package oder ich schlage Ihnen hier ein Package vor, das stellen wir Ihnen auch zur Verfügung, indem wir diese unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten implementieren. Die von uns geschriebene Klasse DOM-Parser-Example muss das Dokument laden, muss dann die Person finden und dann den Geburtstag setzen. Und genau diese drei Methoden sehen Sie auch hier. In der Main-Methode rufen wir die Einlademethode auf. Ich gehe gleich darauf ein. Wir finden den richtigen Knoten und wir setzen den Geburtstag. Danach speichern wir das Dokument. Das Laden geht Java-typisch mit dem Factory-Pattern. Es ist etwas overengineert. Wir nehmen das einfach mal als Code hier hin. Wir haben eine Factory, die uns einen entsprechenden Lader baut. Und wir instanzieren den mit New Document Builder hier. Und der Parse-Funktion von diesem Doc-Builder, der übergeben wir unseren File nehmen. Interessant wird es doch erst hier, die richtige Person zu finden. Find Person. Hier ist die entsprechende Methode. Hier implementieren wir einen Depth First Search, also eine Tiefensuche. Und dabei benutzen wir das generische Node Interface, was wir in JavaDoc hier auch mal kurz dazu angucken können. Das generische Node-Interface hat den Vorteil, es funktioniert immer. Es ist nicht so bequem, hat nicht so viel Syntaktik-Sugar wie andere Methoden, die wir gleich auch sehen. Wir können aber mit diesen Methoden uns immer durch einen Baum hangeln, zum Beispiel mit getChildNodes, das brauchen wir auch, bekommen wir alle direkten Nachfolgeknoten. Genauso können wir uns die Länge dieser Liste geben lassen, das erste Nachfolger gehen oder auf das letzte. Das ist alles keine komplizierte Sache. Unsere Methode FindPerson arbeitet auf Knotenebene. Als erstes nehmen wir den Knoten, mit dem sie aktuell aufgerufen ist, und checken, ob das schon der Knoten ist, den wir eigentlich brauchen. Und wenn das der Fall ist, dann geben wir den zurück und sind fertig. Und angenommen, das ist nicht der Knoten, den wir brauchen, dann gehen wir natürlich weiter. Wir führen eine Tiefensuche aus, indem wir uns alle Nachfolgeknoten geben lassen. Und dann für jeden dieser Nachfolgeknoten
die Funktion findPerson wieder aufrufen. Das heißt, wir sind hier rekursiv. Und die Rekursion kommt zu einem Ende, wenn wir, wie Sie hier oben ja sehen, als erstes diesen Test machen und der dann erfolgreich ist. Die entsprechende Methode sehen Sie hier. Sie sieht etwas kompliziert aus, ist sie aber nicht ganz kanonisch aufgebaut. Sie implementiert das Prädikat matches person und es wird zuerst gecheckt, ob es sich überhaupt um einen Personenknoten handelt. Wenn es dann ein Personenknoten ist, ist die Frage, ob der Name-Element dahinter ist und ob hinter diesem Namen-Element Vornamen und Nachnamen stecken, genau unserer gesuchten Person. Und wenn diese geschachtelten Bedingungen erfüllt sind, dann sind wir bei dem richtigen Knoten angekommen. Nochmal zurück zur Main-Methode. Wir haben das Dokument geladen, das befindet sich im DocNode. Wir haben gerade jetzt die Person gefunden, jetzt im PersonNode und haben jetzt noch den Geburtstag zu setzen. Im Baum befinden wir uns also genau hier. Und zwar deshalb, weil wir mit dem MatchPerson genau festgestellt haben, dass wir die richtige Person haben. Wir müssen jetzt natürlich noch den Geburtstagsknoten finden. Dafür hangeln wir uns also jetzt durch alle Childnodes von dieser Person durch und checken, ob ein Element Geburtstag heißt. Genau das geschieht in dieser Methode setBirthday. Wir lassen uns von dieser richtigen Personenknoten alle Childnodes geben und wenn wir den richtigen Childnode haben, also den, der für das Element Geburtstag steht, dann setzen wir den Textknoten auf das richtige Geburtstagsdatum hier. Gleichzeitig geben wir eine Message aus, dass uns das gelungen ist. Das Speichern geschieht wieder mittels des Factory Patterns. Wir lassen uns eine bestimmte Factory Instanz geben. Die hat einen Serializer und dem können wir einen Pfeilnamen mitgeben und das XML-Dokument als Datei serialisieren. Wie auch vorher beim Laden, meiner Meinung nach etwas overengineert, aber wir können uns einfach an diese Java-Konzepte halten und das als Pattern umsetzen. Auf Shell-Ebene sieht das dann so aus. Wir gehen davon aus, dass wir uns im richtigen Verzeichnis befinden. Wenn wir dann unsere Klasse aufrufen, dann läuft der Code und der gibt dann aus, dass das Updaten vom Geburtstag geklappt hat. Das Schöne bei dieser Variante ist, dass wir uns nur auf die grundlegenden Methoden des Node-Interfaces berufen haben. Das Ganze geht natürlich deutlich eleganter, wenn wir, ich gehe nochmal zurück, die XPath-Variante für FindPerson anwenden. Die habe ich auch als Vergleich für Sie ja auch in Codeform. Sie erinnern sich noch FindPerson, wir haben eine Tiefensuche gemacht und wir mussten dann das MatchesPerson-Prädikat machen. Wir können jedoch mit XPath, das Sie ja mittlerweile kennen, direkt einen richtigen Pfadausdruck angeben, sodass wir genau auf das Element kommen, was wir brauchen. Das heißt, diese beiden Slide-Seiten, die Sie eben gesehen haben, werden ersetzt durch diese alternative FindPerson-Implementierung. Auch hier wird das Factory-Pattern benutzt, um einen XPath-Ausdruck auszuwerten. Den XPath-Ausdruck, den setzen wir uns dann hier als String zusammen. Und der liefert uns dann direkt den richtigen Knoten. Also deutlich einfacher als die Tiefensuche-Variante. Wir verlassen nun die DOM-API und gehen zu SAX. Das ist hier nochmal in der Übersicht die zweite Variante hier unten.
die wir uns auch anschauen werden, die Simple API for XML. Sie wurde 1997 unter der Koordination von David Mackensen entwickelt. Von Anfang an ging es darum, die Entwicklung von Programmen zur Verarbeitung von XML-Dokumenten leichtgewichtiger zu machen. Und diese Leichtgewichtigkeit entsteht hier aus einem ereignisbasierten Ansatz. SACS ist in dem Sinne kein Parser, sondern ein Gerüst, Parsergerüst in Form einer Schnittstellensammlung. Das Konzept ist grundsätzlich anders als bei DOM. Es hat seine Bedeutung, seine Wichtigkeit und es wurde auch von den klassischen Entwicklern der Programmiersprachen erkannt und mittlerweile gibt es SACS-Implementierungen in allen wichtigen Programmiersprachen. Die Verwendung eines SACS-Parsers folgt in drei Schritten. Man implementiert sogenannte Content-Händler. Man instanziert die mit dem Factory-Pattern. Das ist wie ähnlich und dann startet man den Parser. Und der Parser wird, ähnlich wie bei einer Tiefensuche, bei einem CSS-Skript oder XSLT-Skript, durch das Dokument selbst gesteuert. Das Dokument, das XML-Dokument, wird geparst und immer wenn ein bestimmtes Event auftritt, wird einer der Content-Händler aufgerufen. Das heißt, das Dokument definiert die Ereignisse, auf die der Parser reagiert. Insbesondere hat das Programm dadurch keinen erkennbaren Parse-Kontrollfluss. Man nennt es auch ein Push-Prinzip für die Parser-Implementierung. Das Push-Prinzip stellt nur minimale Speicheranforderungen. Nur die Tiefe des Dokumentbaums und die Übergabeparameter sind verantwortlich für den variablen Teil des Memory Footprint. Aus diesem Prinzip heraus folgt aber auch, dass keine In-Memory-Modifikationen am Eingabedokument direkt möglich sind. Modifikationen werden durch eine veränderte Ausgabe des Eingabedokuments realisiert. Das heißt, der Parser ruft bei bestimmten Events Methoden auf und die nehmen ein Element des Dokumentes und geben das wieder zurück und dadurch entsteht ein Ausgabestream und die möglichen Transformationen hängen eben davon ab, wie viel von dem Eingabedokument während des Parse-Vorgangs zwischengespeichert wird. Die Folge ist, dass das ein bisschen komplizierter zu programmieren ist. Man muss im Sinne eines endlichen Automaten denken. Auch da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber das ist mit dem positiven Effekt verbunden, dass sehr wenig Speicher belegt wird und auch die Laufzeit optimal ist in dem Sinne, dass in einem linearen Durchgang an dem Dokument entlang gegangen wird. Die Events, auf die der Parser reagiert mit Hilfe von Callback-Funktionen, die wir implementieren, sind hier gelistet. Die wichtigsten sind Start-Document, es ist ein einmaliger Aufruf bei dem Event, das das Dokument anfängt. Start-Element, das wird jedes Mal aufgerufen, wenn ein Element besucht wird, auf ein Element getroffen wird. Characters wird jedes Mal aufgerufen, wenn String-Daten kommen. Ignorable Whitespace, wenn Whitespace kommt, der ignoriert werden kann. End-Element, wenn ein Element aufhört. Und End-Document, wenn das Dokument durch ist. Wenn man diese Eventsicht jetzt auf unser Dokument anwendet, dann wird es wie folgt funktionieren. Start-Document wird aufgerufen mit der ersten Zeile, dann das Event Processing Instruction, dann das Event Start Element, dann wieder ein Start Element, wieder ein Start Element, wieder ein Start Element. Und dann sind wir hier bei dem String und dann kommt die Characters Methode. Und wir haben, das machen wir gleich, für jede dieser Events Funktionen hinterlegt und diese Funktionen machen dann etwas Bestimmtes. Um die Aufgabe nicht zu kompliziert werden zu lassen, suchen wir hier wiederum die
Person Judea Pearl ändern jedoch seinen Geburtstag nicht, sondern geben ihn nur aus. Vorher wollten wir auch das noch manipulieren, aber das ist nicht ganz so leicht mit den SAX-Parser. Hier ist eine Übersicht über die Klasse, die wir implementieren. Übrigens zum Vergleich können Sie zwischen den verschiedenen Implementierungen hin und her springen. Hier ist nochmal die von DOM. Hier gehe ich wieder zurück zu SAX. Zum Laden wird ein Factory Pattern wieder angewandt. Wir lassen uns einen SAX-Parser geben und übergeben diesem den Dateinamen und unseren Händler. Der Händler ist die Zusammenfassung der Callback-Funktionen, die wir uns überlegt haben. Wir überschreiben mit unseren eigenen Callback-Methoden die Default-Methoden. Und was wir erreichen müssen, ist, dass wir jetzt, wenn wir uns da durchhangeln, bestimmte Events merken, sodass wir zu jedem Zeitpunkt wissen, wo wir sind im Baum, damit wir letztendlich hier auf die richtige Stelle treffen. Insbesondere führen wir Zustandsvariablen ein, mit denen wir uns merken, was wir schon gesehen haben. Parse-Vorname soll zum Beispiel ausdrücken, dass wir einen Vornamen schon geparst haben. Parse-Nachname, den Nachnamen und so weiter. Weiterhin müssen wir uns auch merken, welchen Vornamen wir haben und welchen Nachnamen wir haben. Hier sehen Sie die Verarbeitung von Start-Element-Ereignissen. Start-Element, was ausgelöst wird bei Personen. Da kann abgefragt werden, dass es sich um ein Personenelement handelt. Start-Element ausgelöst von Namen. Da kann abgefragt werden, dass es sich um ein Namenelement handelt. Genau diese Idee sehen Sie hier. If QName equals Vorname, dann können wir sagen, dass wir einen Vornamen geparst haben. If QName equals Nachname, dann merken wir uns, dass wir einen Nachnamen geparst haben. Wenn dann ein Characters-Event ausgelöst wird, dann können wir anhand der boolschen Variablen überprüfen, ob diese Characters zum Vornamen gehören, zum Nachnamen oder zum Geburtstag. Unsere EndElement-Methode, also die als Callback-Funktion angesprungen wird, jedes Mal, wenn EndElement erreicht wird, die überprüft jetzt, ob das Endelement innerhalb eines Personenelements stattgefunden hat. Und wenn es ein Personenelement beendet wird, dann wird überprüft, ob wir die Namen alle zusammen haben. Und wenn das der Fall ist, dann wissen wir, dass wir bei der richtigen Person sind und geben den Geburtstag aus. Hier nochmal ein Blick zurück auf die Main-Methode. Wir definieren unseren Händler und rufen den Parser auf, den wir uns hier drüber mit dem Factory Pattern haben geben lassen. In der Shell sieht das dann so aus. Vielleicht kennen Sie diese Art von eventorientierter Programmierung mit Callback-Funktionen, wie ich sie hier vorgestellt habe. Dann war das für Sie relativ einfach und kanonisch, was Sie gesehen haben. Vielleicht haben Sie das aber auch noch nie gemacht. Dann ist das vielleicht etwas ungewöhnlich, was hier geschieht. Aber es ist ein
wichtiges Konzept, was Sie als Softwareentwickler beherrschen müssen. Stichwort nochmal, das Push-Prinzip. Das Dokument pusht den Parser. Und um sinnvoll auf Ereignisse reagieren zu können, muss sich der Zustand gemerkt werden, in dem der Parser sich befindet. Wie eben im Beispiel gesehen, tritt ein Charakterereignis ein, dann brauchen wir die Zeichenkette ja nur dann uns zu merken, wenn wir uns im richtigen Element befinden. Das heißt, die richtige Abfolge von Events, die wir uns merken, beschreiben wir durch unser Programm eigentlich in einem endlichen Automat. Dieser endliche Automat, den sehen Sie verteilt hier bei der Characters-Funktion oder bei der StartElement-Funktion. Ich habe diesen Automat auch nochmal als ASCII-Diagramm für Sie hier skizziert. Wir kommen nun zum dritten Prinzip, eine API umzusetzen, zum Data Binding. Für dieses Prinzip hat es mehrere Anläufe und alternative Implementierungen gegeben. Das Wichtigste, was sich durchgesetzt hat und das am meisten benutzt wird, ist das sogenannte JaxB bzw. die JaxB-Referenzimplementierung, die aus einem Java Specification Request in 2006 etwa gestartet ist. Wie eingangs erwähnt, versteht man unter Data Binding die Abbildung eines Datenmodells, das wäre hier XML-Schema, auf die Konzepte einer Zielsprache. Das Besondere bei Data Binding ist, dass es die Daten auf Basis der Datenstrukturen der gewählten Zielsprache verfügbar macht. Die Elemente, die wir vorab eingelesen haben, blieben weiterhin ja nur Strings unter DOM und unter SACS. Aber man kann sich ja vorstellen, dass bestimmte Elemente oder Elementtypen einen ganz bestimmten Datentyp bekommen sollen, zum Beispiel der Datentyp Person in der Programmiersprache Java. Data Binding wird attraktiv, wenn man Mechanismen hat, um das leicht umzusetzen. Ich sag mal, um es zu automatisieren, um aus einem XML-Schema automatisch alle Datentypen zu machen. Niemand hält sich ja davon ab, die Datentypen von, ich sag mal, von Hand in Java zu implementieren, aber mit XML-Schema sind ja alle Spezifikationen schon da. Und das Data Binding, was ich Ihnen jetzt vorstelle, das nimmt ein XML-Schema als Input und baut automatisch dafür die richtigen Java-Data-Datentypen. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist auch auf der Bemerkungsfolie nochmal notiert. Insbesondere, dass wenn man mit DOM arbeitet, jedes Objekt eigentlich von dem gleichen Typ ist. Werte sind erstmal nur Strings. Hier sehen Sie das Prinzip im Überblick. Wir haben ein XML-Schema-Dokument, was wir vorab mal erstellt haben, und mit Hilfe eines Schema-Compilers entsteht hieraus der Java-Quellcode für die Datenstruktur, die wir im XML-Schema als Schema beschrieben haben. Unsere Anwendung programmieren wir zum Beispiel in Java und damit haben wir unseren Java-Quellcode, den Java-Quellcode für die Datenstruktur und dieser zusammen bildet dann den Code für unsere gesamte Anwendung. Die eigene Anwendung setzt also direkt auf den erzeugten Java-Klassen auf. Hier kommt nochmal ein zweiter Überblick, der unterscheidet zwischen Programmerstellung und Programmausführung. In der Programmerstellung wird aus unserem Schema-Dokument mittels Schema-Compiler der Quellcode der Datenstruktur gemacht. Unser eigener Java-Quellcode, der darauf aufsetzt, kommt hier von der rechten Seite. Und bei der Programmausführung haben wir das Instanzdokument, was
jetzt durch unser Programm verarbeitet wird und dass die XML-Java-Objekte im Speicher manipulieren kann, aufgrund der Datenstrukturen, die wir zuvor automatisch haben generieren lassen. In JAX-B nennt man das Lesen und Validieren das Unmarshalling und das Schreiben Marshalling. Diese drei Elemente braucht man für den Ansatz, einen XML-Schema-Compiler, zum Beispiel XJC, den sogenannten JAX-B-Context, der eine Factory-Klasse für den Marshaller und den Unmarshaller, also das Laden und Schreiben von XML-Dateien erzeugt, und Getter- und Setter-Methoden zur Manipulation von Element- und Attributwerten. Wir haben wieder hier unser Dokument und gleichzeitig schauen wir auch auf das Schema, das diesem Dokument zugrunde liegt. Auf Systemebene sieht es dann so aus: Wir haben die Dateien an einer bestimmten Stelle in unseren Verzeichnissen liegen. Wir rufen XJC auf. Und zwar so, dass die erzeugten Java-Klassen im richtigen Package landen und erhalten die neuen Klassen in der Struktur hier dargestellt in einer IDE. Ich habe die Datentypen NameTypeJava, PersonenTypeJava und PersonTypeJava mal hier verlinkt. Sie können sich die direkt ansehen im Browser. Die werden von unserem System Ihnen hier angezeigt. Genau diese neu erzeugten Klassen, die importieren wir jetzt in unserem Java-Programm. Die logische Struktur des Programms ist wie vorher. Wir laden die XML-Datei, wir setzen den Geburtstag und wir speichern die XML-Datei. Hier ein Blick auf den Code der Lademethode, die mittels dieses Kontextaufrufes den Marshaller und den Unmarshaller baut. Sie erinnern sich, wir brauchen hier den JAX-B-Kontext. Doch interessant wird es jetzt genau hier bei der SetBirthday-Methode. Diese Methode setzt auf sogenannte Generics. Generics ist das, was in C++ unter dem Namen Templates geführt wird, nämlich eine Möglichkeit, um über Datentypen zu abstrahieren. Das heißt, wir entwerfen Code über Datentypen, die wir noch nicht kennen, und anstelle dieser Typen, die wir noch nicht kennen werden, Generics benutzt. Die Leistungsfähigkeit des Language Binding sehen Sie genau hier jetzt. Wir haben in Java direkt schon Methoden, um Vornamen und Nachnamen von unserem Personentyp anzusprechen. Die entsprechende Klasse wurde ja automatisch erzeugt. Das Speichern geht genau wie das Laden über den JAX-B-Kontext. Ich gehe da aber mal schneller drüber hier. Das können Sie sich in Ruhe dann in den Folien ansehen. Und hier sehen Sie, wie sich das von der Shell her aus darstellt.
Der Aufruf des Schema-Compilers liefert die Klassen für die Datentypen, die aus dem Schema her abgeleitet werden. Und unser Programm kann dann kompiliert werden auf Basis dieser Datentypen. Und der Aufruf des Programms liefert das gewünschte, nämlich die Änderung des Geburtstags. Abschließend zeige ich Ihnen noch eine andere Möglichkeit, um XML Data Binding umzusetzen. Der Unterschied zu den Konzepten vorab mit JaxBe war, dass hier ein Schema-Compiler uns den entsprechenden Java-Code erzeugt hat für diese Klassen. Anstelle dieses Schema-Compilers tritt nun der Anwender der annotierten Java-Quellcode für Datenstrukturen spezifiziert. Das heißt, die Datentypen, die wir vorab uns durch den Schema-Compiler haben erzeugen lassen, Sie erinnern sich hier, die schreiben wir nun selbst gleichzeitig geben wir mit Hilfe von Annotationen vor, welche Rolle die entsprechenden Elementtypen spielen. Unser Hauptprogramm bleibt quasi unverändert. Hier das vorherige, wo wir den automatisch generierten Code hatten. Hier das mit dem manuell geschriebenen Code, wobei dieser manuell geschriebene Code Annotationen enthält, die dazu dienen, dem Java-Compiler mitzuteilen, dass XML-Elemente vom Typ Person auf den Datentyp Personenliste gemappt werden. Der Programmierer schreibt also den Quellcode für die Datenstruktur, den Quellcode für seine Anwendung und das Schema lässt sich dann sogar automatisch hieraus ableiten. Hier nochmal mit XJC, hier mit dem selbstgeschriebenen Datentypen. Das beendet unseren Ausflug zu Data Binding Konzepten und ich fasse die verschiedenen API-Ansätze nochmal zusammen. DOM repräsentiert ein XML-Dokument als einen Objektbaum im Speicher. Ein Nachteil ist, dass quasi das ganze Dokument sich im Speicher befinden muss, doch die Manipulation und das Arbeiten damit ist sehr einfach. DOM-Objekte eignen sich aber nur bedingt als Datenstruktur einer Applikation. SACS repräsentiert ein Dokument als einen Ereignisstrom. Weil einem jedes Token eines Dokuments genau einmal nur begegnet, muss man genau direkt das an dieser Stelle richtig verarbeiten. Man hat also keinen Random Access auf die Bestandteile eines Dokumentes, weil das Dokument als Ganzes nie im Speicher ist. Als Programmierer muss man selbst für alles sorgen. Der Ansatz ist aber hocheffizient. XML Data Binding repräsentiert ein XML-Dokument als eine Menge von Klassen zum Dokumenthandling. Es ist hinsichtlich der Speicherung mit DOM vergleichbar, eher besser. Der besondere Vorteil aus meiner Sicht liegt darin, dass man echte, in Anführungszeichen, echte Datentypen hat und damit die Semantik, die hinter einem Schema steckt, am besten abbildet. Welche API-Art Sie letztendlich vorziehen, hängt auch von Ihren persönlichen Vorlieben ab. DOM ist auf jeden Fall sehr geeignet, falls Sie viele Manipulationen zu machen haben oder falls Scripting-Code einfachen Zugriff haben soll, wie im Browser zum Beispiel. SACS ist vorzuziehen, falls Effizienz eine Rolle spielt oder falls die Verarbeitung hauptsächlich datenstromorientiert ist.
DOM und SAX lassen sich in einer Applikation kombinieren. Ein SAX-Ereignisstrom kann als Eingabe für DOM genutzt werden, so dass Sie nur ganz bestimmte Elemente aus einem großen Dokument verarbeiten. Die Java API für XML Processing, JAX-P, stellt alle notwendigen Technologien für DOM, SAX und STAX bereit. Die Java Architektur für XML Binding, JAX-B, stellt die Data Mining Technologien bereit. Das beendet unseren Überblick über die wichtigsten API-Typen für XML-Dokumente. Wie immer habe ich Ihnen am Ende der Vorlesung die besten Quellen und Nachschlagetexte hinten verlinkt. Ich fange hier an mit Quellen und zum Nachlernen und Nachschlagen für Konzepte und dann Quellen zum Nachlernen und Nachschlagen für die Anwendung.